endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Was nimmt das Adventure hier gerade eigentlich für einen Turn? Vorher haben wir noch bei Captain Unbrauchbar Witze gemacht. Und jetzt haben wir gerade zwei Leute auf dem Gewissen. Was ich mich jetzt frage, was hätte Captain Unbrauchbar bei der Leiche gedroppt? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ohne Witz, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Das sind wieder Dinge, worüber man eigentlich keine Witze macht. Ja, Poki schon. Ja, anscheinend. Aber Hauptsache, wir haben jetzt wieder einen Breakdance-Zwerg, wir haben einen Meer-Zwerg, wir haben einen Raucher-Zwerg, einen Bestell-Zwerg und einen Angel-Zwerg. Briefkasten, Tür, hinterm Haus. Na gut. Die werden garantiert noch irgendeine Aufgabe haben. Schauen wir uns das trotzdem mal an. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ich hab auf den da gezeigt und der hier wird kaputt gemacht. Schnell vorher alle angucken. Warst du es? Niemals! Der hier war's nicht. Der hier war's nicht. Es wird der letzte sein. Der hier war's nicht. Oder keiner. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Sag ja, es ist immer der letzte. Aber guck mal, da ist die... Da, wo Dr. Marcel und ihr Vater gesessen haben. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Danke, Edna, dass du mich das gerade nochmal bestätigst. Erinnerst du dich an mich? Sorry. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Es wird ihm schon noch... Aber Alter, das sieht ja schon alles ziemlich... Aber dass das Haus noch existiert. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Aber ich finde, sie ist seit dem Unfall und dann nach den weiteren, nennen wir sie Unfälle, ist sie ziemlich ruhig geworden. Ja. Ich habe jetzt auch irgendwie weniger Lust, irgendwie alle möglichen Dinge mit Harvey auszuprobieren. Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar, damit haben wir damals im Atjosten gespielt. Ja, ich erinnere mich auch. Alfred war eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden. Wir haben mit dem Schirm Alfred verkloppt. Als kleine Edna. Holy shit. Ich werde langsam das Gefühl nicht mehr los, dass Edna so ein bisschen was an Alfred Marcells Tod mit zu tun hat. Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar. Mattis hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier.
Da ist eine Tür. Da ist ein Fass. Komm mal an den Disteln vorbei in den Keller. Wozu? Um mir eine Brennnesselsuppe zu kochen? Aus Disteln? Der Wald hat Dunsinane erreicht. Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Ich finde echt, dass das Adventure gerade hier von allem, was wie sie sich gibt und allem drum und dran, nichts mehr von dieser aufmüpfigen Edna hat, sondern es geht gerade viel mehr in Richtung geschockte Edna. Ja, schon irgendwie. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. In Flöhen. Kann ich jetzt eigentlich den Mond noch anheulen? Guten Abend. Du wagst es, Erdenwurm? Tut mir leid. Nö. Na komm, dann gehen wir mal rein. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Kann ich... Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Kann ich mit dem Generalschlüssel? Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Kann ich... Können wir irgendwie das Fenster einschlagen? Mit dem Poloschläger? Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Ich frage mich nur, warum das Haus jetzt leer steht. Das hätte doch jeder andere reingekonnt. Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Ja, wer weiß, wie das Besitzrecht ist. Also vielleicht gehört ihr das Haus noch und sie kann sich halt nicht darum kümmern, während sie in der Ehrenanstalt ist. Ja gut, das kann sein. Ich weiß es aber nicht. Verzeihst du mir? Oh oh, er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Ach, der Klassiker, Böller im Briefkasten. Nee. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Da war die Bestätigung. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Musst du eigentlich in der Ehrenanstalt GEZ-Gebühren zahlen? Weiß nicht. Zu. Papa? Bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher. Oder? Wir wissen, dass er tot ist. Wir haben das Grab gesehen. Können wir die Tür einfach benutzen? Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Vielleicht mit der Zickzackschere? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Das war ein Versuch wert. Antioxidationsmittel? Die ist nicht verrostet. Zumindest nicht mehr als früher. Bin gerade so ein bisschen überfragt. Ja, same. Zum Schuppen. Oh. Wir haben Handschuhe. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay. Da fehlt noch was. Ja, zum Beispiel ein weiteres Rad. Das gehörte zu Mattis Fahrrad.
Es war das Einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Edna hatte wirklich eine Störung, oder? Du siehst aber platt aus. Ja, das Leben ist grausam. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Oder Poki hat das hier reingezeichnet, damit es mehr nach Geräteschuppen aussieht. Das letzte Mal, als ich sie benutzt habe, gab es Hausarrest. Ich fand Alfreds auch gelb-rot gestreift besser aus. Alter, was haben wir eigentlich mit Alfred alles angestellt? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Farbengeist, bist du da? Ich weiß genau, dass es ihn gibt. Und er war das damals auch mit Mattis Fahrrad. Ein Kessel voller Buntes. Na gut. Was zum... Bei dir baut wieder jemand. Nee, das war ein Motorrad draußen. Oh je, immer diese Hauptstraße. Ja, ja. So, wir haben eine Zange mitgenommen. Können wir den Rasenmäher mitnehmen? Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Es gibt hier keine Kettensäge. Netter Versuch. Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Wir haben Alfred mit dem Rasenmäher gejagt. Alter, was waren wir? Es wird gerade immer schlimmer. Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den roll ich über. Der existiert nicht mehr, der Zwerg. Wozu? Es liegt kein Schnee und ich sehe auch keine von Alfreds Sandburgen. Alter, wir hatten echt einen Groll gegen diesen Alfred. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Ich sitze hier gerade mit einem ziemlich entgleisten Blick vom Monitor. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ja. Ist so ähnlich. Ich denke mir halt gerade einfach nur, was hat die alles mit Marcel gemacht. Also, dass Dr. Marcel sie nicht besonders gut leiten kann, wundert mich jetzt gerade immer weniger. Wozu? Wir haben noch Herbst. Die gehört mir bereits. Immer mit der Ruhe. Ich bin doch gerade erst angekommen. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Jupp, wir hatten einen unglaublichen Hass auf Alfred. Na, Hake, hast du mich vermisst? Weißt du noch, wie wir früher immer Alfred eingebuddelt haben? Das waren noch Zeiten. Alter, was haben wir alles mit... Aber Hauptsache, den Spaten dürfen wir mitnehmen, natürlich. Vielleicht mal diesen Leerzeichenmodus mal rausnehmen. Aber mit der Zange können wir doch jetzt garantiert... Gute Idee! Prima! Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Ja, und jetzt? Oh, wir haben noch einen Topf. Wir haben Goldschlüssel und wir haben einen Topf. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Ich glaube, wir müssen irgendwas verbrennen. Was bitte hier denn? Kann sein. Den Haustürschlüssel. Den müssen wir wieder irgendwo, wir müssen uns wieder so einen Schlüssel machen. Glaube ich. Nur wo? Und da sind Scherben noch, die können wir garantiert auch nehmen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Okay, dann hier zum Fass. Wir müssen tatsächlich was wiederholen, was wir bereits mal gemacht hatten. So habe ich eigentlich ganz cooles Feature. Geknetet. Ja.
Ich erinnere mich. Die Golems haben dann Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Feuchter Ton. Wir haben den zerbrochenen Haustürschlüssel. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ja, es war ein Tonabdruck. Jetzt müssen wir noch irgendwie diesen Goldtopf schmelzen. Wie machen wir das? Gute Frage. Hier ist ja nichts, hier ist ja nichts. Da ist nochmal ein Fenster. Kann man mit dem was machen? Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Aus dem Rasenmäher konnte man ja nichts entnehmen. Wir haben einen Spaten, wir haben eine Zange, wir haben Antioxidantsmittel. Hä? Deswegen haben wir auch noch die Topflappen. Die brauchen wir deswegen gleich auch wieder. Wo können wir bitte schön einen etwas abfackeln? Goldschlüssel in Topf. Komm, passt Mond. Nicht ganz, fürchte ich. Mit etwas stopfen? Nein. Was können wir abbrennen? Da ist nur ein Tisch, da ist eine Verandatür. Komm hier nach hinten. Da haben wir irgendwie noch Disteln. Können wir die Disteln irgendwie anfackeln? Mit, keine Ahnung, mit HW. Wir zünden HW an. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Das gibt's doch nicht. Fällt dir was ein? Nee, nicht wirklich. Können wir irgendwie das Antioxidantsmittel... Wollen wir das uns noch angucken? Entfernt Rost? Wirkt vorbeugend gegen Metalloxidation? Nein, ich brauche das Gold in Reinform. Keine weiteren Zutaten. Können wir das mit dem Rasenmäher irgendwie kombinieren? Ja, das war sonst zu viel. Irgendwie Topf und Rasenmäher? Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Hätte ja funktionieren können. Oh, warte mal. Wir hatten doch in der einen Vision da... hatten wir doch da unten einen Ofen. Vielleicht, wir haben einen Spaten. Können wir die Disteln mit dem Spaten entfernen? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Können da in den Keller rein? Das gehört mir schon, glaube ich. Du sollst es auch benutzen. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Es klemmt, wir haben einen Poloschläger. Wo ist der Poloschläger? Poloschläger, Poloschläger, da ist ein Poloschläger. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass das funktioniert. Und jetzt sind wir eigentlich ja schon drin, aber... Ich meine... Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Aber wir haben Feuerholz. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Aber wir haben Antioxidantsmittel, das garantiert brennt. Der Ofen ist aus rostfreiem Gusseisen. Aber wir haben Harvey, der garantiert gut brennt. Sieh mal, Harvey, der alte Ofen. Darin hast du immer Alfreds Schuhe getrocknet.
Er musste den ganzen Weg nach Hause ohne Sohlen laufen. Wir waren eine Psychopathin. Ja. Hier mal einen leeren Karton. Das kennen wir ja alles schon, ne? Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht. Dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Riechöl, Tücher, Marmeladen, Nägel. Ich glaube mittlerweile... Die waren schon... Das war schon vor 10. Warum können wir das Feuerholz einfach nicht nehmen? Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Na gut, wir können auch einfach... Ich glaube, wir müssen... Vielleicht müssen wir auch gar nichts... Alter, was zum Fick? Wer haben die den Topf da einfach da stehen lassen? I. Wie boah, ist das? Alter. Hui. Irks. Nein. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Können wir den Topf mit dem Goldschlüssel nicht einfach... Ich möchte ungern tauschen. Allein bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Das ist doch jetzt einfach... Pflanze, können wir die Pflanze nehmen? Die ist festgewachsen. Okay, vielleicht auch nicht. Wenn ich nur wüsste, wo ich anpacken muss. Moment mal, warum schaue ich nicht einfach durch? Huhu, Fenster! Ja, Sie wünschen? Darf ich durchschauen? Nur zu. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Die gehört mir bereits, glaube ich. Zu. Was können wir verbrennen? Können wir das Wasser anmachen? Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Wie ist hier eigentlich das hier alles reingekommen? Da unten. Keine Ahnung. Alter, bei dir ist es aber richtig gerade Hauptstraße. Ja, aber ich kann es jetzt nicht zumachen, weil sonst viel zu warm wird. Aber ich versuche mich immer so schnell zu muten, wie es geht. Ach, wir finden garantiert schon irgendwas, was wir verbrennen können. Ich meine, wir sind jetzt in der Theorie ja auch schon im Haus. Das hier, oh Gott, wir haben so viel. Wir gehen mal in den Salon. Also die Tischdecke hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Die Tapete hat schon bessere Zeiten erlebt. Ich habe das Gefühl, das Haus ist feucht geworden. Ach, wie kommst du denn darauf? Ach, ich weiß ja nicht. Nein, dahinter ist kein Tresor. Und Versuch war es wert? Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Du warst eine Verrückte, Edna. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Rügenwalder Mühle oder was? Die klemmt. Das ist bereits mal. Hallo? Ist da draußen jemand? Theoretisch könnte da jemand direkt vor mir stehen. Ich würde ihn nicht sehen. Ekelhaft. Können wir mit dem Tisch irgendwas machen? Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Der Tisch ist zu schwer.
Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Der arme Alfred. Igitt. Aber normalerweise reicht doch da dreimal duschen. Naja, kommt doch an, wie krass. Können wir den Tisch verbrennen? Der alte Mahagoni-Tisch. Wie schön er damals glänzte. Mahagoni, hui. Mente, Spiegel, da ist noch eine Pflanze. Hier ist alles tot. Die Pflanze ist tot. Wozu? Sie ist tot. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Zu. Was können wir verbrennen? Können wir die Mäntel verbrennen? Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Hallo? Mäntel des Schweigens. Boah, der war schlecht. Da ist das Schulzimmer. Hatten die ernsthaft in ihrem eigenen Haus Schulunterricht? Bad und Arbeitszimmer. Nee, die hatten doch Dings in der Schule. Oh, lol. Ja, never mind. Also, nicht mit der Dr. Marcel, aber vielmehr eher Mathis hatte anscheinend eigentlich gut Geld, wenn die Privatunterricht daheim bekommen haben. Ja. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Die Kreide ist alle. Ich räume später um. Ah, meine empfindlichen Ohren! Ups, sorry, kleiner Kumpel. Stuhl. Ich krieg diesen Leerzeichenmodus übrigens gar nicht mehr raus. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Also, irgendwie will er nicht mehr raus. Jetzt ist er weg, natürlich. Dieses Zimmer werde ich vollkommen neu einrichten. Aber erst muss ich meine Erinnerung zurückhaben. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt irgendetwas in diesem Haus nochmal umrichten wirst. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Ich bin genau hier zu Hause. Bin ich Atlas oder was? Bin ich Atlas oder was? Das könnte... könnte heute normales Schuldeutsch sein. Aber ich habe das Gefühl, die Fenster waren alle nicht dicht. Nein! Ich meine, nein. Das hat auf jeden Fall mal bleibende Schäden hinterlassen, dieser Schrank. Ach ja. Puh. Hallo? Ist da noch jemand drin? Schlimmer wäre jetzt gewesen, wenn da jemand geantwortet hätte. Gehen will ich nun wirklich nicht. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Das heißt, sie hat sich sogar dieses ganze Riesenradzeugs und alles eingebildet. Naja, vielleicht war es ja. Nee. Vielleicht, also, in der Rückblende war das ja. Weißt du, das war ja Zeit davor, you know? Vielleicht ja, aber so schnell wächst kein Wald. Ja, kommt drauf an, wie groß das war und wie lang das her war, die Rückblende. Ich finde es auch interessant, dass wir gar keine Musik mehr haben. Er ist unbrauchbar. So wie du, Edna. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Nein, der hing immer da. Das Wasser ist wohl abgestellt. Das gibt... Hallo? Jemand zu Hause?
da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Ich glaube, das hat aber jedes kleine Kind hat sich im ersten Augenblick mal immer ums Zähneputzen gedrückt. Ich glaube, das ist Standard. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Also nie. Aber hier sehen wir vielleicht auch das Problem des Ganzen. Guck mal hier, das Dach ist offen. Das ist ein richtig schlimmer Zustand, dieses Haus. Der Hahn meiner alten Badewanne. Das heißt, das müsste wahrscheinlich alles abreißen. Der lässt sich nicht abnehmen. Warum können die ja hier überall rein? Ich hab Angst. Oh. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Allerdings erst nachdem du Alfreds Schmetterlingssammlung verbrannt hast. Hast du mir nicht gesagt, ich soll das machen? Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ja, Mann. Müssen wir unten das Feuerholz anzünden und statt den Ofen? Boah, imagine. Mathis hat mir verboten zu zündeln. Aber Mathis ist nicht hier. Feuerzeug und Kerze. Ich zünde sie für Mathis an. Später. Ach so. Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Hatten die hier nicht sowas wie elektrisches Licht oder sowas? Wenn er, oder warum musste der mit Kerzen arbeiten? Das steht mir also, nicht zu. Ja, ich war es einfach nur für den Vibe. Vielleicht ist die Kerze so seine Muse oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was er gearbeitet hat. Ich glaube, das weiß sie selber nicht. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mathis. Schreibfeder. War er Künstler oder so? Wenn du mir doch nur sagen könntest, was damals vorgefallen ist. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Ich finde es auch schlimm genug, dass er hier in seinem Arbeitszimmer auch gepennt hat. Guck mal, was der... Das ist Mathis Bett. Das ist Mathis Bett. Ach, Mathis. Das ist Mathis Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Oh je. Lass ein Foto. Ich sehe traurig aus. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Boah, das ist so eine traurige Veranstaltung hier, dieses ganze Haus. Da ist nochmal eine Vase, da ist, sollte glaube ich mal ein Spiegel sein. Da ist wieder ein Fenster. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Na gut, die werden nach dir suchen. Und irgendwann werden die vielleicht auch mal auf die Idee kommen, bei dir im Haus nachzugucken. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Zu. Wir brauchen nicht ernsthaft den Haustürschlüssel, um hier reinzukommen. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Können wir vielleicht mit Harvey irgendwie... Ist das hier die Tür zu meinem Zimmer, Harvey? Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Okay, aber was können wir anzünden? Ich probiere jetzt mal das Feuerholz einfach anzuzünden. Achso, ich muss nach unten. Oder ist da schon was drin? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt.
Okay. Es war schon was drin. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Ich geh mal hin mit den Topflappen. Kinder, das Gold ist fertig. Und dann gießen wir das Ganze. Okay, einen Abdruck habe ich schon mal. Wie ging das noch gleich weiter? Ja. Benutze Topf mit. Okay, einen Viking. Müssen wir das andersrum machen? Ich hab doch jetzt einen dampfenden Topf. Okay, ja. Einen Abdruck Viking. Musst du das für... Nee. Eigentlich haben wir das doch da nur eingegossen, oder? Oder muss ich jetzt den Tonabdruck? Was einmal geklappt hat? Oh. Und da jetzt den dampfenden Topf mit kombinieren? Das klappt so nicht. Nein. Den Topflappen das rausholen. Und jetzt die gebrannte Form mit. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Und jetzt habe ich eine dampfende Form und ich habe immer noch den Topf. Und dann muss ich wahrscheinlich hier oben rein, weil ja das Wasser abgestellt ist. Und mit dem Fass. Tschüss, Wasserflöhe.